Guten Tag, herzlich willkommen und moin moin, neue Runde LS22 mit dem automatischen Ballensammelkurs Playhelfer hier auf dem Feld. Ja, 35 Ballen hat er noch vor sich, mal gucken, ob er das noch schafft. So, der Big M hat es tatsächlich nicht geschafft und kommt von dem Feld hier wieder runter. Ne? Irgendwie hat er sich nicht getraut, zu 47 zu fahren und dort anzufangen. Deswegen schicken wir den jetzt selber einmal auf die Straße vorne und dann, glaube ich, traut er sich. Missionsabgabe. Gerste hat schon mal nicht ganz gereicht von dem einen Fahrzeug. Müssen wir sehen, dass er jetzt nicht komplett wieder zum Feld zurückfährt. Ne? Und die Ballenpresse kann natürlich jetzt hier vorne mal anfangen zu wickeln. Da fehlte wohl die Übergabe irgendwie im ersten Wegpunkt. Aber ich wieder zu schnell, hat er noch nicht akzeptiert. Nur aber, er setzt sich in Bewegung. So, Case ist auch mittlerweile angekommen. Warte mal, ich will aber erstmal kurz bei dem eingucken. Den, genau, der muss ja nicht ganz zurück wieder hier. Stopp. Eigenes Feld. Gute Tabak, ne? Nee, oh, die guten, der gute Hanf, ja, ist das gewesen. Tabak hatten wir auf der Insel gepflanzt, ne? So, der Big M gerade gemäht hat daneben. Was denn? Da hätte ich auch noch ein bisschen mähen können, ne? Aber da soll demnächst eigentlich die Rollrasenproduktion hinkommen. Eigentlich noch von dem aktuellen Kapital, aber wir haben jetzt noch andere Sachen zu tun. Ich habe sogar nichts mehr gekriegt, ja. Da kommt nichts Neues mehr mit Roggen. Nehmen wir jetzt eine Ladung Weizen. Ist auch nicht so viel, aber besser als nichts. Weizenernte kommt erst im nächsten Monat. Da haben wir auch einiges. Ja, genau. Hier hatten wir nämlich falsch angefangen beim letzten Mal. Also 62 haben wir mit 2 Metra schon gemacht und ein, ja, weiß nicht, ein links, ein rechts. Ups. Erster Wegpunkt, ein links, ein rechts, genau. Da schon mal einen ordentlichen Haufen. Gut, das funktioniert. Ich würde jetzt einfach mal wieder alle Fahrzeuge nochmal durchtickern, damit wir nochmal gucken, was ist bisher passiert, was nicht. Der ist auf jeden Fall ein kleines Stück zu weit gefahren. Und hier jetzt auch noch Mehl an und Dinkelmehl. Bringen wir jetzt beides gleich noch hier rüber. Erstmal den Rest Gerste. Also das, was hier drin ist, wird auf jeden Fall für die Mission reichen. Ich habe noch ein bisschen was übrig.
Also alles erstmal wieder am Hof sammeln und dann mal gucken, wo es im nächsten Monat weitergeht. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, kommt nochmal Regen. Aber an sich gut abgefunktioniert mit den Abfahrern auch von hier, dass sie hier nicht irgendwie in der Leitplanke hängen geblieben sind oder sich hier in der Kurve aufgegangen haben. Das hat sehr gut funktioniert bei beiden Feldern heute. Wir haben ja immerhin heute Abend beide Felder geschafft. Und vorher waren wir noch im Vermehrungsgras und im eigenen Roggen zugange. Das kann ich. Na gut, ich musste zwischendurch einmal neu starten. In der zweiten Folge, glaube ich, war das heute. Wenn wir mal kurz in die Statistik reingucken können. Aber die Hektar zählen nicht, ne? Weil das hier Missionshektar sind. Die 3358 Hektar scheinen eigene zu sein. Naja, wir haben so viele andere Sachen zu tun. Auf die 100.000, 200.000 der Gras würde ich eher verzichten. Viel im nächsten Monat. Das Luzerne ist dann auch wieder reif. Die Klee. Da müssen wir mal gucken, was wir alles noch müssen. Alle die geernteten Felder, die wir jetzt geerntet haben, brauchen theoretisch Kalk. Zumindest ein bisschen, ne? Ich meine, ich kalk ja regelmäßig, damit ich nicht ganz so viel verbrauche und die nicht so oft nachfüllen müssen. Dann lieber einmal mehr kalken. Dann muss gemulcht werden. Geflügt muss normalerweise nicht werden. Aber dann machen wir uns vielleicht gleich nochmal einen Überblick. Wir wissen ja schon mal, was nächsten Donnerstag so ein bisschen auf uns zukommt. Auf jeden Fall mit dem Kalkschrei los. Aber dafür wollte ich halt immer erstmal Stroh. Ach, wieso hatte doch kurz, ne? Typ. Die wollte ich zumindest noch Stroh abgesammelt haben. Das ist ja bisher nur bei Feld 54 der Fall. Bei 47 passiert immer noch nichts. Was ist denn da komisch? Noch mal 7, das reicht noch nicht mal, was ich hier mit habe. Das hätte ich nicht gedacht. Okay, ja, halt noch so schön rumballen hier an der Seite, ne? Oder schmeißen wir von da in den Kompost da rein. Hat ja auch was hier, die Rundballen überall noch mal ein bisschen liegen zu haben. Ist nicht so schlimm, dass sie auch mal ein paar Tage hier liegen.
Rosama muss voll sein. Aber Bodenproben würden wir natürlich nochmal gucken. Aber ich glaube, komplett veraltet sind die Daten nicht. Dann sieht man ja gar nichts mehr in Informationen, oder? Ja, nützt ja nichts. Das müssen wir auf jeden Fall dann einmal darüber fahren mit dem anderen. Ja, also zwei Felder, wo wir jetzt Kalkstreuer starten können, auffüllen können. Die Kalkstreuer natürlich gut bei der Kalkproduktion direkt vor Ort. Ja, nicht ganz direkt vor Ort, aber zumindest in der Nähe. Also nicht, ob ich tatsächlich alles zu Stroh machen sollte. Ne? Also das hier ist ja schon Strohballen ohne Ende. Und das ist ja nur ein kleiner Teil praktisch davon. Aber klar, wenn man das alles verkauft, sind das auch ein paar hunderttausend. Ne? Sollen wir kurz mal gucken, was sagt denn zeitsparende Bestandsprüfung in Sachen Strohbestand aktuell. Ja, guck mal, 6,7 Millionen Liter haben wir. 460.000 Euro. Ich meine, ich brauche jetzt hier nicht nochmal wieder irgendwas von wegnehmen, ne? Das macht wenig Sinn. Das wird noch einmal ordentlich sauber aufgeladen. Das wäre zum Hof, zur Ballenhalle. Die sind schon mal weg, weil die stören ja sonst definitiv gleich wieder. Muss bis zum Begam jetzt vorkommen, es nützt ja nix. Und hier kommt jetzt unsere kleinste Menge Weizen, dann können wir noch mal eine kleine Menge Dinkel abholen. Dann können wir auch drei Schienen Mehl herstellen. Das ist schon mal gut. Schiebt er hoffentlich die Beine vor sich her oder wir müssen einmal zur Seite schieben. Ne, das war blöd.
Dann müssen wir später wieder ein bisschen umrüsten. Nee, nee, nicht ins Hofsiedel jetzt schon kippen. Also wenn wir dann praktisch den Weg frei gemacht haben, wollen wir auf jeden Fall jetzt diese 72er Mission noch abschließen. Der Rest können natürlich einfach schon in die Malzproduktion auch verschwinden. Oh Gott. Alex. Da geht's. Wo wir den auch zum Kalken gut benutzen können. Ja, nur so viel wir müssen. Müssen wir mal überlegen. Ich werde auch am Schauen. Es gibt natürlich jetzt die Möglichkeit, dass wir. Das ja, muss ich dann abwarten, entweder nach Veröffentlichung der nächsten Version oder ich baue selber mir das kurzfristig irgendwo ein. Wir würden uns natürlich auch einen großen Mischstreuer mal organisieren und wir mit dem in Zukunft kalken. Wir haben 24 Meter Arbeitsbreite, sind einfach natürlich schon mal 6 Meter mehr als die anderen und haben natürlich auch einen ganzen Schwung mehr Kapazität. Mit denen können wir jetzt in Zukunft auch kalken. Nur Stand jetzt sozusagen ist aktuell noch die Misttextur dahinter. Und Rolf wollte sich ransetzen demnächst, ne? Sobald ihm veröffentlicht ist. Weil theoretisch kann es per jetzt schon fertig machen, oder? Das hat ja keiner, das ist ja egal. Das ist ja dann allgemeingültig für alle Karten, wo halt Kalk als Mist in der Kategorie Mist mit drin ist, dass man eben auch die Miststreuer dafür nutzen kann. 24 Meter ist das meiste auch beim Mist, da gibt es nichts, was mehr ist. Wurdest du den geschickt bei Discord? Hab ich den schon runtergeladen? Nö. Oder nicht geschickt. Oder per E-Mail. Eine E-Mail habe ich auch keine gekriegt, oder? Nö. Da war es wahrscheinlich im Discord, oder habe ich es noch nicht gesehen? Oder war es im Chat da oder wo? Habe ich ja noch nicht gesehen. So. Die ist auch repariert. Kann erstmal Werkstatt freimachen. Richtig per Mail. Wollen wir mal schicken. Muss mal gucken, oder gesendet. Also ich meine, ich habe keine gekriegt. Ja, mehr Dinkel gibt's nicht. Ist nur die kleine Ladung Dinkel. Weil das, was wir hier sammeln, das geht natürlich alles hier in die Ballenhalle, am Rinderhof und Futterroboter und an den Stall selbst. Da können wir alles voll machen, was geht. Ja, da müssen wir die Ballensammler. Ja, das werden wir natürlich jetzt beim nächsten Mal vielleicht die Ballensammler hier auf die Short-Tasten legen, solange wir jetzt ein bisschen Dreschpause haben und es jetzt geht die Beine zusammen, Beine zusammen, Beine zusammen. Beine zusammen.
So, wie weit ist die Display-Geschichte jetzt schon in der Luft hier? Nicht eindeutig. Ist jetzt auch gleich voll, also sind die 100 letzten 130.000 Liter, die hier reingehen. Das dürfte eigentlich wahrscheinlich schon aus diesen Stapeln ungefähr bei rumkommen. Hier einfach so in den Kuhstall rein. Ja, da passt noch tatsächlich eine ganze Menge rein. Also eine ganze Ladung auf jeden Fall. Schon wieder ein bisschen Milch vorhanden hier, aber lohnt noch nicht, eilt auch nicht. Ja, also wir haben jetzt noch insgesamt, ich glaube, 4, 2 da und 4 da, 6 Ladungen oder so Stroh zu holen von 74 und 55, ne Quatsch, schon 54 und 55. Mal gucken, was nachher irgendwie am nächsten dran ist. Ja genau, das ist auch der, den ich gerade hätte sonst gekauft, ne? Sehr gut. Jetzt ist auf jeden Fall da. Jetzt habe ich noch runtergeladen und im Donobautner. Gut. So, wieder zurück. Was ist denn da als nächstes jetzt da oben? Hier stehen ja so ein paar Ballen da oben. Ne? Also hier irgendwo Kalkwerk, Wasser und Diesel zum Beispiel wäre recht nah dran. Kalkwerk, Wasser und Diesel. Bergladen ist ja genauso, ist alles nah dran. So, 72 können wir noch abschließen. Nochmal schön Geld kassieren, 1,6 Millionen. Das sieht doch gut aus, damit kriegen wir die laufenden Kosten leicht gedeckt. Und jetzt wollen wir noch einmal schon mal gucken. Wir haben jetzt ja geerntet, also Feld 22 muss gekalkt und gedüngt werden. 62, also... Ne, 22 muss auch noch gewickelt uns hier, ne? Oder gesammelt werden, was auch immer. Irgendwas muss damit passieren. 54 ist leer, kann gekalkt und gemulcht werden. 55 ist auch leer, kann gekalkt und gemulcht werden. Oh. Auf 36 liegen noch runde Ballen. 35 liegen auch runde Ballen. Auf 10 muss noch irgendwie was passieren mit dem Stroh. Auf 62 passiert gerade was mit dem Stroh. 22, wie gesagt, muss noch gewickelt werden. Missionstechnisch. Der Big M schon wieder rum. Ich dachte, der hat jetzt irgendwie hat jetzt vor, mal auf 47 loszulegen. Ja, wir haben viele Fahrzeuge. Dauert immer ein bisschen, bis wir bei der Big M ankommen. Und meistens ticke ich dann, springe ich raus und fange wieder von vorne an. Ne? Okay. Kann das sein, dass der Big M ins Wasser gefahren ist und ich gar keinen Zugriff auf ihn habe?
Ich bin aber ganz stupide, jedes Fahrzeug durch. Und wenn ihr den Big M sah, seht, sagt gerne Stopp. Also da sehe ich ihn, ne? Ich laufe jetzt mal lieber hin. Nicht einstellen, zur Ruhe ist versenkt. Und er fährt jetzt noch weiter, aber ob das so gut ist, ich weiß es nicht. Lass den Job auch nicht abbrechen. Ja gut, also das ist ein Geisterfahrer. Was ist denn das Wort? Ich kann auf jeden Fall das Fahrzeug nicht reintappen. Was war nicht genau? Jetzt hängen wir hier am nächsten Zaun bei der Weintraubenplantage. Oh, den sehen wir wohl beim nächsten Mal wieder, Leute. Das war's mich für heute Abend. Ich würde sagen, nächstes Mal Community-mäßig am Mittwochabend. Und ja, ich weiß noch nicht genau, ob das mit dem Amazon Prime und so weiter, ob das funktionieren würde, dass man tatsächlich dann mit zwei, drei Leuten zusammen sich die Prime auch haben, hier sozusagen dort und im Livestream anguckt. Mal schauen. Vielleicht teste ich das einfach mal, ob es funktioniert. Wenn das noch funktioniert mit diesen Watch-Partys. Wenn nicht, ist Mittwochabend dann der nächste Livestream-Community-Projekt und am Donnerstagabend wieder hier von der Marsch wahrscheinlich. Also von daher, vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch, angenehme Nachtruhe und tschüss.